Die beiden aktuellsten Beispiele für Anrainerkonflikte sind Jagerberg in der Südoststeiermark, hier auf Archivaufnahmen, und Ludersdorf im Bezirk Weiz. Hier hat ein Gastwirt den benachbarten Schweinemastbetrieb geklagt und im Herbst des Vorjahres vom Obersten Gerichtshof Recht bekommen. Selten gehen Konflikte wie diese vor Gericht, die Beschwerden nehmen aber zu. Seit 2008 ist im steirischen Baugesetz verankert, dass Anrainer auch bei bereits bestehenden Stallungen Einspruch erheben können. Bei der Baubehörde des Landes sind seither 20 Verfahren bearbeitet worden. Schweinebauern mussten alte Stallungen auch schon auflassen oder technische Maßnahmen gegen den Gestank treffen. Möglichkeiten gibt es einige. Wir besuchen den Schweinemastbetrieb von Kurt Tauschmann im Feistritztal. Der Betrieb am Ortsrand ist kontinuierlich gewachsen. Seit 1986 wurde viermal umgebaut. Heute werden hier 1200 Schweine gehalten. Die Luft im Stall wird über die Filteranlage reguliert, die auch die Emissionen verringert. Wir wollen nicht nur als Stinker dastehen, sondern wir wollen das Problem aktiv in Angriff nehmen. Es wäre der falsche Ansatz zu sagen, ein Schweinestall stinkt nicht. Die Frage ist nur, wie viel stinkt ein Schweinestall und sind die Emissionen so zu reduzieren, dass auch die Anrainer damit kein Problem haben. Gestank reduzieren will man auch über die Fütterung. Die Tiere werden nach Gewicht und Alter gefüttert, so bekommen sie weniger Eiweiß. Das senkt die Emissionen um bis zu 40%. Vermehrt werden auch Milchsäurebakterien gegeben. Milchsäurebakterien fördern die Verdauung und reduzieren interessanterweise auch die Emissionen. Das heißt, die Stallluft ist viel, viel besser, die Schweine fühlen sich wohler. Der Wissenschaftler Eduard Zentner ist bei Anrainerbeschwerden immer wieder als Sachverständiger involviert. Mit den Maßnahmen, die jetzt schon, sage ich mal, zur Verfügung stehen, kann auch gewährleistet werden, dass bei derzeit bereits vorherrschenden Anrainerproblemen oder Problematiken, sage ich mal, Abhilfe geschaffen werden kann. Bei Forderungen nach noch größeren Abluftanlagen, wie etwa in Deutschland, gibt der Experte zu bedenken, dass sich diese neuen Techniken, die Abluftreinigung im Generellen, je mehr Land, je größer die Betriebe eben sind. Und da geht es in Bereiche, die, sage ich mal, um ein Vielfaches größer sind als diese Betriebe, die wir hier in Österreich vorfinden. Und größere Ställe wollen weder Landwirtschaft noch Anrainer oder Tierschützer. Darum ist das Ziel bei Konflikten, die Geruchsbelästigung auf das sogenannte ortsübliche Maß zu reduzieren.